Impuls ist in Dänemark und ob es sich wirklich gelohnt hat, sich auszuloggen, seht ihr jetzt im folgenden Video. Soll ich jetzt den Knaller zünden? Zünd den Knaller! Wunderschönen guten Morgen. Heute ist Dienstag und wir düsen heute ins Legoland. Ich bin jetzt mal draußen gerade am Rauchen. Hier sieht man ein paar Häuser. Kann man gut sehen. Und ja, wir sind total im Arsch, weil wir waren gestern Abend noch in der Sauna. Der Pseudo hat einen Mega-Aufguss gemacht. Oh, ich krieg kaum die Augen auf. Und ihr seht hinter mir, hinter dem Mond. Und hier vor mir, da hinten geht die Sonne schon auf. Und oh, wir sind alle total im Eimer. Wollen jetzt gleich frühstücken und dann geht's auf ins Legoland. Aufgeregt, bist du auch aufgeregt? Zeig mal, wie aufgeregt du bist. Yay! Ja, so muss das sein. Oder hinten ist Poninski. Ist Poner auch so aufgeregt, wie ich aufgeregt bin? Ich werde ihn gleich fragen. Bist du auch so aufgeregt? Er ist nicht aufgeregt, er ist versteckt. Jetzt ist er. Bist du aufgeregt? Bist du aufgeregt? Er ist aufgeregt. Pseudo, ich bin aufgeregt. Bist du auch so aufgeregt? Nein, ich bin so aufgeregt. Ich bin total aufgeregt. Wir müssen mal Ponne fragen, ob er aufgeregt ist. Ich geh mal Ponne fragen. Ponne, 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 ich bin aufgeregt, bist du auch aufgeregt? Ponne, Ponne, ich bin aufgeregt, ich bin total aufgeregt. Guck mal, der Pseudo ist auch aufgeregt. Pseudo, bist du aufgeregt? Der ist aufgeregt. Wir sind im Legoland. Ein Kindheitstraum wird wahr. Ich bin aufgeregt. Bist du auch aufgeregt? Ist es normal, dass Erwachsene hier total aufgeregt sind? Ja, vielleicht. Hallo, aufgeregt? Es geht rein. Nur reinhalten. Reinhalten? Was musst du reinhalten? Das rein, das Ding, ey. Voll gut. Wollen wir das Legoland prellen? Wir hauen jetzt wieder ab. Guck mal, hier gibt es sogar Rollatoren. Da sind keine Kinderwägel, schon. Das ist ein Rollatoren. Das ist ein Kind. Ey, wie komme ich denn da jetzt rein, verdammt? Ami, oh.
Ja, im Großen und Ganzen haben wir schon. Also ich bin ja verhasst, weil ich mag ja nicht so über eins. Ich finde auch Jar Jar Binks gar nicht so scheiße. Was? Was? Man sagt, man ist kein richtiger Nerd, wenn man Episode 1 mag. Ja? Ja. Ich fand Episode 1 toll. Oh, ich auch. Erst Episode 3 war merkwürdig. Magst du Jar Jar Binks? Es ging. Im Teil 1 ja, Teil 2 nicht mehr so. Aber in Teil 1 hat er doch gar nicht mehr so die große Rolle. Ja, aber dann nervt er mich nur noch, wenn er kommt. Ja? Ja. Annie. Hey. Annie. Du groß geworden, du bist. Annie. Großes Aua. Werden da Gefühle wach? Star Wars. Ist das auf Naboo? Mhm. Der Naboo Fighter? Das steht da unten. Eigentlich wüsste das aber auch so. Oh, 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 oh. Oh, das war's. Oh, oh, er kommt. Oh, er kommt gleich, er kommt. Okay. Nein, der kommt doch nicht. Er dreht sich einmal und dann hier, wieder. Dreht sich nur. Wie, er kommt nicht raus? Hier muss doch auch mal was passieren, das ist eine Klappe. Wo sind hier die Klappen? Drück bitte jetzt mal einen Knopf. Der Turm bewegt sich doch schon. Oh oh, ich spiele hier Tower Defense mit Ego-Stein. Hammer, ey. Das muss alles so festgeklebt sein, dass sie hier mit Hochdruckreinigern also, das alles. Ich würde mir schon gerne das ein oder andere Teil klauen. Wenn ich das hier sehe, hier. Wie heißen die eigentlich nochmal hier, die zwei Füße? Den hätte ich gerne R2, bei mir. R2-D2-D2-2. Den hätte ich gerne. Es gibt einen Nintendo Shop hier drin. Die Game Zone. Es gibt die Game Zone. Wo geht's tierisch ab? Irgendwo muss doch Yoda sein. Muss doch irgendwo Yoda auf der Insel sein hier. Ich glaube, Yoda haben sie geklaut. Die haben Yoda geklaut. Was? Ja, hier wird Yoda war doch hier auf dieser kleinen Station drauf. Weiter. Richtig geil. Das Ganze ist so aufgebaut, dass wir nichts mehr sehen. Ja, das stimmt. Okay, jetzt wird's wieder. Geht das gut, ne? Oh, ist klar. Oh, yeah. Und sie fährt sogar. Guck mal, da ist ein Stadion. Das ist ein Flughafen. Ja? Auf jeden Fall. Alex, pass auf mein Kind auf. Nein, 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 das war doch nicht. Jetzt fallen wir nach unten. Amelie, halt, 2, 1. Sorry, du bist aufgeregt. Monorail. Hallo! Ah, sie hat gewunken. Es gibt hier keine Sandkästen, sondern Duplo-Kästen. Wie oft sind die wohl auffüllen müssen, weil irgendein Kind was will? Ja, sicher oft. Aber ich glaube, das haben die mit einem Besucherticket schon wieder drinne.
Ja, das sind die Bremsen von der Monorail. Aber die riechen. Also das hier ist wirklich so das Kinderparadies, ne? Für zwischen 3- und 5-jährig und so, ne? Burgerhaus, guck mal, wie viele Leute da anstehen im Burgerhaus. Und Fresh and Green will keiner hin. Oh, die Frau hat Spaß an ihrem Job. Die hat Spaß an ihrem Job hier. Wer hat mich denn gerufen? Wer kennt mich denn hier? Ja, ich bin's. Ja. Wo? Wo soll ich unterschreiben? Oh, die hatte ich auch als Kind, diese Eisenbahn. In Duplo. Oh, das würde ich auch gern machen. Nein. Du bist nie zu groß, um wild zu sein. Denn muss bald fertig sein. Das ist die Legoland-Hymne. Stein auf Stein. Nein, nein, das muss dann... Stein auf Stein. Das muss Stein jetzt. Auf Stein. Das Häuschen muss bald fertig sein. Das wäre ein Nazi da, aber das will ich halt nicht. Nur Pilze. Oh, die Katze. Macht aber keine Geräusche. Ponne, Ponne, ich bin so aufgeregt. Bist du auch so aufgeregt? Schnell, drück drauf, Halunke. Drück drauf. Oh Gott, wir haben aufgesetzt. Das war eine doofe Idee, mich nach vorne zu setzen, Leute. Oh nein, wir sind zu schwer dafür. Weißt du, die hatten mehr Kinder dabei, deswegen sind die nass geworden. Die hatten mehr Auftrieb. Wir sind ja schon fast am... Oh Gott, wir kratzen ab. Wir gehen unter wahrscheinlich. Okay. Oh, nicht bewegen, nicht bewegen, nicht bewegen. Das stand da nirgends. Das war nicht. Oh. Oh, meine Eier. Oh. Alex, du solltest vielleicht noch dein Handy wegpacken. Niemals. Da geht's schon runter. Ja, ja. Oh ja, ganz dolle. Oh Gott, sind wir. Hey, das ist die Mario Welt. Super Mario Welt von Super Nintendo. Oh, ich sehe es kommen, das war eine stinkdoofe Idee. Oh, beweg dich doch nicht. Halunke, hör auf. Ich beweg mich gar nicht. Halunke, wir gehen unter. Oh, wir werden alle sterben. Oh, ich habe echt das Gefühl, wir fallen gleich raus. Wie soll ich das jetzt mit dem Handy machen? Halunke, machst du so? Versteck dich dann eher so und dann versteck es wieder weg. Ich würde es wegpacken, ganz ehrlich. Ach, Quatsch. Ja, das kann sein. Also jetzt alles für YouTube. Halunke, bitte. Halunke. Oh, oh. Wollen wir es ein Speed geben? Nein, wir müssen ja Abstand zu den nach vorne halten. Nein, wir rammen die. Oh, hier riecht so lecker. Ja, hier gibt es gebratenen Wolf. Oh. Cute. Oh, so cute. Los, Halunke, pack einen ein. Die können dann mein Auto waschen. Also kannst du dann ausmachen und wegpacken? Ja, ich kann ausmachen und wegpacken. Kannst du ausmachen und wegpacken? Okay, da vorne geht's schon runter. Das heißt, ich mache jetzt aus und pack weg. Ja, jetzt. Ah, das ist aber doch langweilig. Nein, zwei Sichten sind noch viel cooler. Alex, mach es bitte. Nee, guck mal, da geht's noch gar nicht runter. Cool bleiben. Hast du echt Angst, dass mein Handy kaputt geht? Ja. Ja, ich könnte nie wieder YouTube filmen. Nee, weil du dann rumnörgelst wie sonst. Oh, Halunke. Ach, die Bärenfamilie. So, jetzt soll ich es aber, glaube ich. Oh, es geht hoch. Oh, es geht. Nee, guck mal, das ist noch chillig.
Da hat keiner geschrien. Alles gut, alles gut. Wollen wir schreien? Nein. Du schreist sowieso. Du wolltest. Das haben wir doch geübt. Oh. Ah. Da ist eine Kamera. Oh, mein Rücken. Alex, da geht's. Medi, kannst du noch ein Stück nach vorne? Deine Kamera wird so nass werden. Es ist mir egal. Alles, alles oder nichts. Was? Sexy Feuerwehrfrauen. Und los! Schneller, da holen euch gleich welche ein. Da sind aber welche schneller. Ey, Pseudo. Was? Das geht ab, Jungs, ey. Ich bin dabei. Wir sind große Kinder. Ey. Hat einer mal winken. Drehen, los. Am Rad drehen hier. Alex muss nach vorne. Nein, ich muss filmen. Vorne. Ein Blick. Ach, sehr gut. Wie drehen wir uns eigentlich so viel? Hör mal auf hier zu drehen, Alex. Hör auf zu drehen. Bleib mit der Kamera. Hast du auch zu drehen? Das war echt gut, der war gut. Warum drehen wir uns so viel? Jetzt ist Frankreich schön. Jetzt kommen wir nach Asgard oder was steht da? Nach Asgard. Da steht echt Asgard, guck mal. Arschkarte. Sei ruhig, Alexson. Alexson. Asgard. Und Nostkos. Arkoson.
2 davon. Das ist Asgard, ja, ja. Super, ich hab's ja richtig hingeschickt. Ich hab zu denen gezeigt, guck mal, da steht eine Waffe. Jetzt gehen sie da runter. Damit sie uns dann sehen, wenn wir da runterfallen. Wie war dein Spiegel? Alter, ihr habt nicht Kapuzen dabei, ihr Arschlöcher. Ich hab auch eine. Komm, Gruß, komm. Los, ich krieg meine Jacke nicht so. Ach, ist doch noch gar nicht schlimm. Schau, mein Detlef. Oh nein, free fall. Oh, da kommt jetzt Wasser rein, oder? Wir werden das. Na, was war denn das jetzt? Boah, boah. Alter, ich hab meine. Bist du auch so fertig? Ja, Mann, Alter. Ey, ich bin so aufgeregt. Seid ihr auch so aufgeregt? Oh, das war zu hart für mich. Es zerquetscht euch! Nein! Hä? Oh nein, und ich bin auch nach hinten. Warte mal, wir müssen uns drehen. Oh nein, ich bin schwanger. Bis halt denn. Oh nein! Wir lassen uns drehen! Ja. Geht wohl klar. Ja, alles klar, oder? Ja. Alles klar? Wir alle sind in den Ausschuss reingesprengt. Wie immer, ne? Sag Tschüss, Impuls. Ciao. Ciao. Du hast diesen Stein hingelegt, damit dieser Truck über diesen Stein ins Wanken kommt und da ins Wasser fährt. Ja. Ist der Plan? In den Goethe-Kanal. Goethe-Kanal. Oh, der Truck kommt. Walunke, hier ist irgendwas. Ich glaube, das hier sind die Batterieaufladestellen. Oh, ja, stimmt. Gleich. Dann wird es immer einmal geladen. Dann muss der Stein hier hin. Na, weil er da jetzt erstmal pausiert. Ach so. Oh. Der Stein. Ja, siehst du? Da ist die Ladeplattform. Ja. Na ja, dann Akku-Pack drunter. So, jetzt haben wir einen Stein da. Mal gucken, wie lange er lädt. Eiskalt, meinst du? Da oben fährt eine Eisenbahn. Was passiert jetzt mit dem Truck im Legoland? Wie fährt der mal weiter? Wie lange geht denn der? Ja, er will, er kommt nicht. Oh. Können wir den jetzt einfach von der Bahn schubsen und da zu weit tragen, dass er jetzt da drüben reinfährt? Guck mal, wie knapp er uns ausfällt. Ey, guter Truck. Respekt. Oh, da. Ah, ich glaube, da gibt's sogar noch. Ich glaube, das geht noch weiter, oder? Guck mal, da gibt's noch weiter, oder? Ja, und da hinten ist ein ganz dicker hier. Ich weiß nicht, was für ein Hai hier ist. Sand hier. Raus hier.
damit hätte ich im Legoland auch am wenigsten gerechnet, dass hier wirklich Tiere sind, weißt du? Da steht doch ein Lichtpinguin. Nee, es Gut, das ist Lego-Technik. Was wieder rein? Wie so eine Robbe. Beste wäre, wenn du jetzt bis zum Wasser wieder reinrobben würdest. Das tat bestimmt weh, oder? Ging? Achso. So, und hier sehen wir unseren Swimmingpool. Eine herrliche Koryphäe, ein Spaß- und Spielort hat man selten gesehen. Oh, wer ist das? Alex Vendetta. Wie man sieht, seine neue Spielwiese. Und mach's gut. Nein? Selten hat man so ein tolles Tier in freier Wildbahn gesehen. Jetzt hat's wehgetan. Au. Oh. Das ist so geil. Wie heißt dieser Sport auf dem Eis? Jetzt sind ja die Kinder weg. Ja, aber ich glaube, die machen einfach weiter, weißt du? Ja. Ja, das war auf jeden Fall cool. Sauber! Er muss Pseudo da hinten erwischen. Pseudo! Setz dir mal einen Apfel auf den Kopf! Er läuft. Oh, 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 oh! War Lunke macht das schon ganz schön, ne? Oh, oh, oh! Oh, jetzt fehlt der Wind, jetzt fehlt der Wind, jetzt fehlt der Wind. Ja, jetzt kommt der Wind wieder. Oh, oh, oh. Ey, jetzt stand da schon rum. Wenn du starken Zug hast, geh mal ein paar Schritte nach vorne, dass du dann nochmal hier ein bisschen Dings hast. Ja, dann sollen wir wieder Wetter an. Oh. Da kommt Zug. Irgendwann ist auch Ende, ne? Oh, jetzt. Kämpf dich hoch. Oh, hier, die sind nicht ganz straff. Da. Ich würde sagen, wir lassen der Lunke nicht mehr den Heli fliegen. Was sagst du? Ja, der bräuchte jetzt ein bisschen Zucht, dass er mal wieder nach hinten, also eher nach vorne gehen kann, der Drache nach hinten. Jetzt zum Beispiel, ein paar Meter nach vorne. Jetzt nochmal, komm gerade Zug. Ja, guck dir das an. Das macht er. Oh. Das hat nicht viel mit Schuhe. Dann pumpt er. Alter. Aber der hat auch so lange Beine, weißt du? Guck mal, Stillstand. Das gehört mit zur Flugshow. Motor wieder an. Ja, aber was willst du mit 1,54 Meter erwarten? Oh. Pumpen. Oh.
Und das ist der Moment, wo ich dann so Effekte einbaue. Er geht BAM! Ich will einfach nur dieses Gesicht haben. Bleib dir Scheiße, Mann. Guck mal, der ist gut drauf. Also ich fahre einen Bunker. Steckenkleber. Bunker. Wo fahren wir hin? Das ist so ähnlich wie Steckenkleber. Legoland, nur jetzt für echte Männer. Wir fahren jetzt nach Blavand. Was machen wir da, Pseudo? Richtig. So sieht Halunke übrigens aus. Nicht der beste, ich würde sagen, nicht der beste Stück. Immer dieser Halunke. Ja. Willst du ihn nochmal streichen? Streich ihn nochmal, den kleinen Halunke. Oh. Streich ihn, den kleinen Halunken. Hello again! Pseudo, lass uns reingucken. Trotz krasser Müdigkeitsaktion heute am frühen Morgen hat der Poninski, der sich da vorne, schön aufgerafft und hat perfekt hier Autofahrt erledigt. Wir sind noch wie viele Kilometer noch? 30. Ne? 30 Kilometer sind wir vor Blavand. Und wir haben schon 6 Energy Drinks. Ja. Ich muss mal auf den Kulissen. Und dort wollen wir mal ein bisschen gucken, was unsere Uhren da veranstaltet haben, beziehungsweise wofür sie gesorgt haben. Zum Backwurst, oder ein Glasbunker! Ein Glasbunker! Oh, ist gar nicht viel Betrieb. War gestern auch nicht viel Betrieb. Okay. Ja? Ich stecke hier kein Flugzeug. So, du bist doch aufgeregt. Ja! Ich auch! Das ist wie Legoland, nur für Große. Komm, Schuhe ziehen, Schuhe ziehen. Guck mal, Karl ist da, Karl ist da! Ja! Karl! Lauf mir nicht vor den Autos, Kinder. Nein, 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 Onkel Bonne. Komm, lass mich raus. Zieh die Schuhe an. Schnell! Alter, scheiß ADS, hä? Blavand. Das ist doch nicht normal hier. Können die nicht mal gerade Straßen bauen? Okay, los geht's. Los, der Z-Move. Wow, 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 wow. Wow, wow, da sitzt ja noch einer. Den habe ich jetzt nicht gesehen. Wirklich? Illegal rein. Weil das nicht öffentlich ist. Da vorne. Okay, man. Trinkt der schon? Natürlich. Wolltest du was Böses sagen? Oh. Hast du eine Taschenlampe dabei? No. Er ist so heavy. Oh, guck mal, da kann ich es doch vergessen. Ich kann es doch vergessen. Er wurde gefressen! Und, wie weit muss man krabbeln? Das ist nicht viel. Ja. Vorne du auch, oder? Aber ich zieh mir die Jacke. Ein anderes. Ah, er hat alles dabei. Ich hab gesagt, ich kann man mitnehmen. Wollt ihr das gesagt? Nee. Hat das dir gesagt? Nee. Nee, mir auch nicht. Ich wollte da nicht rein in die Löcher, weil ich das angezogen habe. Na gut, das heißt nicht. Ich hab nichts davon gehört. Ja, ich komm ja. Ich will auch, aber ich steck da fest. Schau mal, mir ist egal, vielleicht, oder?
knallt. Ich weiß nicht, er knallt irgendeine Alte. Er bumst. Yeah, boy! Hat er echt eine Taschenlampe dabei? Ich raste aus. Ah, ich raste. Ja, nach vorne. Ja, jetzt werde ich traurig. Echt. Oh, Mama. Oder nackt. Kannst dich im Meer wieder abduschen. Ich komme. Jetzt? Nee. Okay. Vorsicht, Stacheln. Aber es geht eigentlich mit der Sauberkeit. Geht, ne? Ja. Tonne? Ich habe mich kurz reingelegt. Ja. Arsch würde nicht passen. Wo bleibt ein Ponne? Ich habe mich reingelegt, kurz hier vorne. Das hat gereicht. Oh. Guck ihn dir an, guck ihn dir an. Die Kinder reinschicken. Die Inder? Die Inder. Ah, Ponys? Ponys? Alter, ich bin eingesaugt. Ich war im Loch. Guck dir meine Hose an. Ponys ist am schlechtesten weggekommen mit der Jacke. Schlechte Idee gewesen. Ja, ich hab doch die 40 gesehen. Jetzt lauf! Ja, weil du voller Adrenalin bist. Adrenalin, los, Berg hoch. Jetzt hat er einen Apfel gegessen, jetzt ist wieder vorbei, jetzt kommt der Gesundheitswahn. Psycho, ey. Alter, der zieht die ab da drüben. Guck dir das an. Oh, hier dürfen wir nicht rein, hier wird geschossen, wo ist die rote Flagge? Und? Los, spring einfach, ist nicht so tief. Ich würde sagen, hier ist geiles Wetter. Ich hab überall Sand auf dem Display. Das kommt hier einfach durch die Luft. Was hat denn hier? Hat er sich hingelegt? Hä? Wir sollen hochkommen, verdammt. Weil wir Lampe haben. Ach, das sind die Dinger, die haben so viel gemacht. Da wo die Schiffe fahren. Alter, das ist so geil hier. So, und jetzt sind wir hier, vom Leuchtturm so weit entfernt und haben jetzt das hier vor uns. Fette Bunkeranlage. Oh. Mal gucken. Etwas von unten. Hopp, leuchtet ja. Hup. Miley Cyrus war auch hier. Wir müssen aufpassen, wo man hier langlaufen. Ich glaube, die anderen sind da hinten irgendwo. Drei Beine. Das ist schon ein bisschen spooky. Boah. Stufe. Oh, Mann, ey. Der blöde Drachen. Oh. Sind die anderen schon da hinten irgendwo? Ja. Nimm uns mit! Lass uns nicht zurück! Ihr bleibt da! Das tut weh in den Augen. Ja, so ein bisschen Sand ist schon scheiße. Weird. Oh, ein Dame. Ein Loch. Nee. Achtung! Einmal. Sky da oben? Windig!
6. Juni um 6.44 Uhr werden sie kommen. Hier ist der Ton besser. Hier rauscht das nicht so doll. Ich kann auch leise reden. Ja, ne? Das ist total bescheuert. Bereit? Ja. Oh. Wow. Alter, wie das Ding abgeht, ey. Geht? Ja, geht. Okay. Alter, wie der Wahn zieht, ey. Gleich fliegt der Lunge weg. Nur wenn man unten ist, dann wird's viel. Oh! Wir haben gleich alle keine Köpfe mehr. Ist da nichts passiert? Sicher? Nein. Herr Lunge, gib doch mal Band. Was soll das denn? Das ist haben... Oh, Junge. Band. Ich würde sagen, wir stürzen jetzt mal ab. Um mal zu gucken, was danach mit passiert. Alter, Sicherheit, Junge. Alter, guck dir diesen Stillstand an. Händen hoch. Heile? Wer ist heile? Das soll ich mit. Gedacht, dass die Dinger so abgehen. Ne? Da denkst du, diese Billigdinger, die. Nee, das ist kein Billigteil. Der war teuer. Ja, das ist so ein Wolfram oder wie heißt. Der ist wirklich teuer. Alter. Der kostet 30 Euro. Okay. Oh, da. Früher ließen es hier unsere Opas krachen. Heute fliegen wir hier einen Drachen. Irgendwie so. Hammer, Säge, Pfeile, Schwanz benutzt man ganz. Das ist ein Drache. So, ja, okay. Ist es ein Drache oder ein Drachen? Mit N hinten, ne? Flug, Drachen. Cheng, Drachen. Damit hat keiner gerechnet. Und damit auch nicht. Er ist unberechenbar. Wow. Alter, der geht so ab. Der geht so ab, das ist so geil. Nur das Zugucken allein macht schon Spaß. Ja, wem sagst du das? Aber er muss immer wieder entfädeln, wenn er durch den Rechtsbogen. Oh, jetzt hat er verhakt. Sehr gut. Gut gerettet. Mhm. Wenn er nämlich einfach nach rechts bogen. Ich würde sagen, den Halunken lassen wir wieder Drachen fliegen. Jetzt hier im Tutorial hat er sich eigentlich ganz gut gemacht. Tutorial-Bunker. Kann man nicht von sich behaupten, dass man an solchen Stellen schon mal, ne? Ne? Ne, weiß schon. Fliege. Oh, also wenn der abstürzt, das geht so verdammt. Früher sind hier nur die Engländer abgestürzt. Ah! Besetzt. Das ist einfach herrlich. Ich kann Dänemark nur empfehlen. Wie geil ist das denn? Oh.
der Hund ist. Der Hund ist voll geil. Stresst dich das? Volle Entspannung machen und den Himmel. Das war eine Linkskurve. Der Hund hat gerade gesagt, wenn du das Ding nicht gleich runterholst, dann beißt er dir in die Eier. Alter, das war hart. Nicht anschildern, ne? Hallo, das war gerade mega hart. Ich würde gerne anschließen. Ich glaube, ich konnte das gut machen. Ein bisschen Ärger, los. Na komm, mach mal, lass mal Lunge fliegen. Ärger mit uns mal bitte. Jetzt hast du ihn. Jawohl, jetzt kommt er. Gassi führen, brauchst du 20 Meter und Drachen. Ich glaube, er will nach Hause. Jetzt krieg ich. Guck mal, die Hände. Ich wüsste nicht mal, was ich machen würde, wenn ich ihn hätte, aber ey. Ich lauf hinterher. Renn weg. Gib's ihm. Hier, da ist er. Oh nein, er will nicht mehr. Oh. Das war's. Aber war cool, ja? Zoom auf. Oh, das Arsch. Mit der Seite kurz auf den Sand kippen und dann hoch damit. Weißt du, so tipp und hoch. In die Eier!
Aber das ist okay. Hey, Fanta hat gewonnen! Sieger! Jetzt spring, freu dich! Spring nach vorne, flieg! Wir haben da Pferdeköpfe und Schwänze dran gepackt. Okay. Scheiße, kriegst nicht stabil gehalten. Ist irre, ne? Warum sind da keine Bunker? Sind es doch. Die Pferde sind Bunker. Mitten in der Nacht haben wir zusammengeräumt. Mit war. Bald losfahren. Das ganze Zeug steht abflugbereit. Ich bin total müde. Ja, und hat dich erwischt? Das ist kein Problem, ich war schon im Badezimmer. Ich bin gepflegt und gestriegelt. Wieder kennengesäckelt. So, letzter Morgen. Letztes Brötchen. Wir sind auf dem Weg, oder wir machen uns gerade fertig. Hier, wir haben ja Alkohol getrunken. Ich gehörte da nicht zu. Du hast auch nur Saft getrunken, ne? Die Kinder, immer trinken wir die Kinder Saft. Und Alkohol. Ich will nochmal Pool zeigen. Schöne Pool. Ich werde dich vermissen. Ja, echt. Warst du heute morgen? Nicht im Pool, du? Echt? Ja, ja. War geil? War schön. Boah, so viel Chlor. Raus hier, Alter, Chlor. Guck mal, Schalter kann sich noch nicht mal eine Hose anziehen, so schnell ist der. Okay. Hast du ihn auch gesäckelt? Ja. Sehr gut. Alter, aha, er hat mich gesäckelt, nur wegen dir. Jetzt werden Reste gegessen. Das ist ein umgemodelter Hundehaufen. Kannst du dir nochmal Bescheid sagen, ja? Wir gucken gerne so weit zum Frühstück. Du sollst lachen, das ist eine Kamera. Was soll ich? Lachen, das ist eine Kamera. Ja, genau. Das musst du gesehen haben, Alex. Und hier ist die Säckekette. Gesäckelt, war doch kein Schwanz, tut mir leid. Er ist schon gezuckt, obwohl ich nichts gemacht habe. Kommst du nicht ran? Da kommst du nicht ran. Das wäre ein lustiges Video geworden, weißt du, wenn ich mache. Melli säckelt wie ein Mann. Und noch einmal durchgehen hier. Guck ihn an, wie fit er ist, ey. Alter, wie fit. Oh!
Geil, ne? War der geil? Ja. So. Ja. Hier, Baby ist Katzenfutter. Nein, Kinder von 0 bis 10 haben einzige Zeug essen, was sie eigentlich gar nicht dürfen. Weiße Blusen, irgendwelche Kinder aussehen, Plastik, Sachen, Papier, ganz klar. Max, sag mir. Das macht auch ein bisschen damit spielen. Nein, komm her, eine Umarmung nochmal. Eine Umarmung nach dem Säckchen. Okay, oder tanzen. Und? Hier Säckchen. Okay, du darfst zurück Säckchen. Unter Freunden geht das. Säckchen. Und jetzt nicht heben, nur umarmen. Oh. So, jetzt habt ihr euch beide gesäckelt, jetzt seid ihr Säckel Bros fürs Leben. So läuft das. Na gut, dass wir jetzt ein Kind haben, ey. Wir säckeln seit 20 Jahren und trotzdem habe ich das auch geschafft. Karin, ihr räumt gerade eure Kiste wieder aus. Ach so, ach. Alter Säckel, Bro. Hoo 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 hoo.